Schönen guten Morgen. Mittlerweile ist es Oktober geworden. Und schauen wir mal raus, wie das Wetter an diesem schönen Oktobermorgen ist. Es sieht sehr schön aus. Trocken. Die Prognosen sagen ein paar Wolken voraus. Ansonsten nichts weiteres zu sagen. Schauen wir mal ins Silo rein. Ich hoffe, da ist, glaube ich, alles raus. Genau, Füllstand, Häcksel, gut, 0. Bedichten 0. Das ist perfekt, wunderbar. Das heißt, alles bereit für eine neue Ladung Silage. Die Schafe, denen geht es immer noch wunderbar. Die haben noch genügend zu fressen. Die haben auch 78 Liter Wolle produziert seit Beginn. Das heißt, wir legen gleich los. Ich werde mich auf meinen Sattel schwingen. Werde zum Shop fahren. Zum Händler fahren und werde mir einen Ladewagen abholen. Und zwar zur Miete. Damit wir ein bisschen schneller sind mit dem Aufnehmen des liegen gebliebenen Grases und damit wir die nächste Ladung Silage ansetzen können. So, für alle Zuschauer, die jetzt hier dabei sind, möchte ich jetzt schon mal ganz, ganz herzlich ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Jahreswechsel und ich wünsche euch allen alles, von allem nur das Beste für das 2022. Wenn ihr denkt, dass ihr mich unterstützen wollt, dann bitte lasst euer Abo da. Ein Like würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch würde ich mich freuen, einen kleinen Kommentar von euch zu bekommen über zum Beispiel, wie euch diese Serie gefällt, was kann anders gemacht werden. Ideen sind auch herzlichst willkommen. Und ja, dann werden wir dann mal sehen. So, jetzt gehe ich mal hier zu der netten Dame im Shop und frage mal, ob es möglich wäre, einen Ladewagen zu leihen. Die hat auch ein Benehmen, oder? Die einfach, die geht da einfach, die verschwindet, ne? Weggebeamt. So, nichtsdestotrotz können wir uns das angucken. Das wäre der hier. Das ist den wir nutzen können. Alles andere ist zu groß. Das heißt, ich mache ohne weiteres diesen Mietvorgang. Das heißt, Basiskosten sind 610 Euro, pro Arbeitstag 305 Euro und pro Arbeitsstunde 640 Euro. So, das heißt, dieses Gerät steht jetzt beim Händler bereit und dann ist die Dame auch wieder aufgetaucht. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und da bleibt keine Zeit zu verlieren. Ihr habt es gesehen, Zeit ist Geld und Geld ist etwas, was wir noch nicht in großer Menge haben. Aber wir arbeiten mit Nachdruck daran, dies zu ändern und einer hoffentlich rosigen Zukunft entgegenzugehen. Es könnte auch sein, dass das Gras teilweise schon nachgewachsen ist.
So, da sind wir. Das Gras ist ein bisschen nachgewachsen. Also wir... Ich lege es sofort los. Also das ist... Wir müssen hier definitiv die Uhr im Auge halten. Ja, hier ist das Gras schon ziemlich nachgewachsen. Das heißt also, wenn wir da noch ein bisschen warten, könnten wir wahrscheinlich sogar im November noch normal mähen. Nichtsdestotrotz würde ich dann definitiv erstmal diese Silage machen wollen, so dass wir im Dezember das verkaufen können, und dann müssen wir halt dann im nächsten Jahr den Rest des Grases, was wir eventuell noch schneiden können. Also hier seht ihr, der eine Teil ist schon ein bisschen nachgewachsen. Ich denke noch nicht, dass es erntereif ist, aber wahrscheinlich im November dann schon. Wir sehen also, mit dem Ladewagen geht das Aufladen dieses Grases einiges schneller. Also da bin ich sehr erleichtert darüber, dass wir es fertiggebracht haben, zumindest das erstmal zu mieten. Also klar ist, das langzeitige Ziel ist, einen solchen zu besitzen. Aber im Moment habe ich noch keine 30.000. Auch ist es so, dass wir halt, dass ich immer noch irgendwie daran denke, dass die Fräse eventuell die bessere Option wäre. Aber das werden wir dann jetzt sehen. Ne? Wir werden auf jeden Fall noch nicht die nächste Silageladung definitiv noch nicht mit der Fräse machen können. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen geduldig sein. Und ja, einfach hoffen, dass das eine temporäre Situation ist, dass wir in Kürze in Wälder, also zumindest spätestens im neuen Jahr, das heißt schnellere Fortschritte machen können, weil dann ein bisschen mehr Geld reinkommt. Wir haben in der Preisstruktur gesehen, dass ab, glaube ich, März die Preise für Silage sinken. Ich würde denn sagen, dass wir dann halt einfach das Gras so oft ernten, dass wir wieder so im September dann abdecken können. Und dann eine richtig große Fuhre zu machen. Was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr kontinuierlich Silage produzieren? Würdet ihr eventuell einen zweiten Silagebunker auch in einen zweiten Bunker investieren, das parallel gefahren werden kann? Oder wie würdet ihr das machen? Also ich glaube, der Weg zum Geld geht definitiv über die Silage, über das Gras, was hier umsonst zur Verfügung steht, was uns eigentlich nicht viel, also was null Investition kostet an Saatgut und Dünger und so, dann das wächst halt einfach. Je nachdem, ob wir im Dezember wieder einen großen Schritt vorwärts machen finanziell, kann ich mir dann vorstellen, dass man dann, sobald dass der Boden nicht mehr gefroren ist, mit dem Pflügen anfangen können. Das heißt, Pflug ausleihen. Dann die Steine wegbringen. So, jetzt ist er voll. Die erste Fuhre geht in das Bunkersilo rein.
Okay, und dann wollen wir versuchen, das gleich so gleichmäßig wie möglich hier reinzubringen. Ich will da gleich einmal drüber fahren. Ich glaube, das ist jedes Mal gleich ein Arbeitsschritt, den wir uns danach ein bisschen sparen können. Ich will das versuchen, dass wir immer jedes Mal gleich mal zwei, dreimal drüber fahren. Das heißt, das gibt dann im Endeffekt auf Dauer gesehen weniger Arbeit danach. Okay, das ist erstmal soweit genug, genügend verdichtet. Das heißt, wir gehen mal die nächste Ladung holen. Und dann fahren wir mal mit dem vollen Hänger nochmal zweimal drüber. Vielleicht hilft es, wird es ein bisschen schneller gehen. Okay, zweite Ladung ist voll. Bringen wir die auch ins Silo, fahren gleich hier rum. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder nicht voll drüber gefahren, sondern direkt abgeladen. Wieder ein Zeichen meiner Ungeduld. Vielleicht werde ich es dann bei der letzten Fuhre endlich kapiert haben.
Okay. Die zweite Fuhre ist verdichtet. Nächste Fuhre, die dritte hinter dem Haus. Das wären dann 48.000 Liter bei 16 Kubik pro Ladung. Aber die Fahrer, das machen wir nicht mehr voll. So, dieses Mal gemacht. Das waren 32, ja, das waren 35.000 Liter. Weiter geht's hier lang. Also wahrscheinlich war ich ein bisschen optimistisch zu sagen, dass das nochmal 100.000 sind. Werden wir mal sehen.
So, das war erstmal das, was wir vorhin schon schon vorbereitet hatten. Ich werde es jetzt auch noch ins Silo reinmachen. Und dann werde ich mal gucken gehen, ob wir nicht eventuell doch schon noch nachmähen können auf dem großen Landstück hinter dem Haus. Wenn wir das noch kurz verdichten und dann gehen wir schauen, ob wir da eventuell diesen Teil schon nachmähen können. Weil das wäre natürlich ideal, wenn wir jetzt, wenn wir schon den Ladewagen ausgeliehen haben, gleich noch noch mehr reinmachen könnte, ne? Dass man jetzt einfach noch mal einen vollen Schnitt macht. Denn jetzt haben wir drin nicht ganz 60.000. Das muss noch mehr werden. Also ich möchte wirklich wieder noch mal so 40 zwischen 80 und 100.000 möchte ich auf jeden Fall haben. Das heißt, also wenn wir jetzt da noch mal irgendwie 40.000 nachmähen könnten, wäre das ideal. Wäre toll. Werden wir sehen. Werden wir es dann gleich noch mal testen gehen. Denn wenn wir den Ladewagen schon da haben für einen Tag, dann möchte ich das definitiv noch versuchen, dass wir da noch nachbessern können. So, dass wir die Kosten effizient nutzen. Also ich werde definitiv hier diesen Teil hier hinter dem Haus noch machen. Wäre ja verschwendetes Geld und Möglichkeiten. Das heißt, mehr holen und dann geht's los. Noch ein bisschen nachlegen da, damit es wirklich, wirklich lohnt. Ich denke, gerade jetzt lohnt sich noch nicht wirklich, das Silo abzudecken. Also man sieht, dass die Leistung schon eigentlich nicht mehr reicht. Dass er mit den 2x60 PS, die die beiden Geräte brauchen, wirklich am Limit läuft. Das heißt, glaube ich, tatsächlich eine Verstärkung der Maschine, also des Motors, wäre doch nicht wirklich falsch. Auch wenn es der Ladewagen, wenn er alleine mit dem Ladewagen zurechtkommt, aber ich glaube einfach, auf lange Frist muss hier definitiv ein stärkerer Motor rein und auch der Trecker muss ja definitiv stärker werden. Das ist sagen wir mal ein mittelfristiges Ziel, hier ein den Motor erstmal zu verbessern oder halt wirklich gleich direkt dann, je nachdem was im Angebot ist,
einen anderen Trecker zu kaufen. Also hier haben wir nichts, was passen würde im Angebot. Also gut, ich glaube, wir können auch nicht große Sprünge machen mit den 10.000, die wir jetzt haben. Das ist wirklich wahrscheinlich nicht das, was uns einen neuen Trecker oder sowas bringt. Aber man muss ja auch mittel- und langfristige Zielsetzungen haben. Also wenn wir hier mit 3 km/h den Berg hochkriechen, tut das schon weh. Komm, Zetti. Zetti, komm. Du kannst das, du schaffst das. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob dieses halb gewachsene Gras auch was abgibt oder ob das noch zu früh ist zum Mähen. Schau her. Wer hätte es gedacht, das gibt tatsächlich was ab, auch wenn es nicht viel ist, aber die Fläche, die zahlt sich sicher aus dann. Also ich werde jetzt hier alles nochmal durch abmähen. Also wir werden heute diese Miete dieses Ladewagens vollständig und komplett ausnutzen. Alles hier zu mähen, was zu mähen gibt. Thank you.
So, ihr könnt sehen, dass das ziemlich aufwendig ist. Ich weiß, vielleicht hätte sich das nicht gelohnt oder lohnt sich das nicht. Aber ich denke schon, wir sind jetzt, haben jetzt 90.000 im Silo und jetzt haben wir hier wieder fast den Wagen voll. Ich glaube, hier können wir noch zweimal voll machen. Das heißt, wir hätten dann so gegen die 130.000 Liter, was eine bedeutende Steigerung ist gegenüber dem letzten, der letzten Fuhre, der letzten Produktion. Noch bleibt einiges da, also sind jetzt 94. Ich glaube, ich mache jetzt noch zweimal voll und dann lassen wir es gut sein. Es ist echt schon eine beachtende Menge. So, also ich habe jetzt hier 97% beladen. Ich werde jetzt hier noch voll machen auf 100, werde aber dann hier nicht weiter mähen. Ne? Also wenn es jetzt ist es voll. Ich werde das jetzt nicht nochmal nach hinten fahren. Das ist jetzt für mich in Ordnung so.
Ich werde jetzt mal nach vorne fahren hier, hier lang. Und dann sehen wir hier nach, ob es sich lohnt, hier vorne neben dem Ackerfeld noch mal kurz zu, sauber zu machen, oder ob das jetzt, ob es wirklich damit sich das lohnt sich nicht. Nee. Also ich werde jetzt hiermit das Mähen beenden für dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch mal mähen können. Wenn ja, wäre ja schön, aber im Moment lassen wir es so bestehen. Ich werde jetzt den Mäher da zur Seite stellen. Okay, klar, muss ich ja noch abhängen. Und werde jetzt noch das Silo verdichten, das heißt, dass wir dies ausladen und dann das Silo noch verdichten. Werde auch noch mit der Schaufel noch die Sachen am Rande rausholen. Und dann lasse ich dies einen Tag sein. So decken wir das Silo dann zu. Das Silo zudecken, dann lassen wir das gären. Das heißt, wir können dann im November noch nicht, aber Dezember können wir dann weiter Silage verkaufen, und zwar eine gute Menge. Also das mit dem Mieten des Ladewagens hat sich tatsächlich als Vereinfachung der ganzen, des ganzen Prozesses erwiesen. So, jetzt laden wir das noch aus. Und dann muss ich da die Überreste, die da am Silo stehen, noch leer machen. Noch wegmachen, und dann war das die Silageproduktion für dieses Jahr. So, und dann haben wir hier diese Überschüsse noch reinschaufeln. Okay, so, wir stecken dieses Silo gleich ab. Wir haben jetzt 138.952 Liter. Wow. Das sind 50% mehr als letztes Mal. Gut, wird zugedeckt, das war's. Ich stelle jetzt den Trecker noch weg. Dann schauen wir mal bei den Tieren rein noch, und dann bringen wir, lassen wir den Wagen wieder abholen. Den brauchen wir jetzt für 2 Tage nicht. Der hat uns sehr, sehr gute Statistik geleistet. Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte.
Okay, so. Das war's gewesen für den heutigen Arbeitstag. Ich weiß, es ist erst 14:40 Uhr. Aber ich kann sagen, ich bin jetzt seit, glaube ich, 6 Stunden hier am Aufnehmen. Ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst die Geschwindigkeit auf 5-fach stellen, so dass wir einfach ein bisschen schneller durch den Tag kommen, auch wenn wir dann ein bisschen weniger zustande kriegen während des Tageslichts. Aber es ist einfach ein Riesenaufwand hier, eine Episode aufzunehmen, zusammenzuschneiden, das heißt also im Prinzip heute 6 Stunden aufnehmen, um eine halbe Stunde 45 Minuten Video zu machen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir doch euer Like da, lasst mich wissen, dass ihr diesen Aufwand schätzt, dass euch das gefällt. Wenn nicht, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Konstruktive Kritik ist auf jeden Fall immer gern gesehen. Da kann ich erfahren von euch, was ich anders machen kann und oder sollte. Dieses Video wird freigeschaltet werden am 1. Januar. Noch einmal von mir alles, alles Beste. Bis 2022. Wir werden sehen, wie wir in dieses Jahr starten hier. Wir haben definitiv einiges erreicht in den letzten 3 Tagen. Wir haben immerhin jetzt 10.000 im Plus. Das muss reichen für die nächsten 2 Monate, damit also bis dahin, wo wir diese Silage hier, die 140.000 Liter Silage, verkaufen können. Und dann ist dann tatsächlich es möglich zu sagen, okay, wir können dann entweder voll und ganz auf den Ladewagen einsteigen und oder schon mal einen Flug kaufen, weil einen Flug werden wir wahrscheinlich immer wieder gebrauchen können dann, damit wir anfangen können mit der Bearbeitung des Feldes hier. Wir werden es sehen dann. Okay. Nochmal alles, alles Beste fürs noch einmal alles Beste für das 2022. Ich verabschiede mich hier. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein. Und auf Wiedersehen. Tschüss und au revoir.